whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir wieder einen Bunner Heaven. Hier auf meinem Fass auch wieder unabhängig abgefüllt. Und zwar den Bunner Heaven Moin, 6 Jahre, Jahrgang 2008 bis 2015. Mit einer doch sehr stolzen Alkoholstärke von 58,9 Volumenprozenten. Und dieses Moin, da habe ich mich gefragt, was ist denn das? Habe ein bisschen nachgeforscht und der Moin Trust oder Thrust ist eine geologische Deckenüberschiebung im Norden Schottlands, also eine Verwerfung, die etwa 180 Kilometer lang ist und vom Süden der Isle of Skye bis zum Loch Erebol im Nordost-Sutherland reicht. Habe ich nachgeschlagen. Der Name ist abgeleitet von Amoin und dieses Amoin bedeutet Moor in Nord-Sutherland. So, also dürfen wir erwarten, dass das ein rauchiger Whisky ist und dass der jetzt ja seine eigene Bezeichnung bekommen hat. Früher hießen Dinge heavily peated. So, gib einen Namen, lass laufen. 6 Jahre alt ist wenig. Jo, spricht dafür, dass diese heavily peated Bunner Heaven so eine große Nachfrage hatten. Ich meine, die fingen so 1997 oder so an. Dass da also vielleicht auch zwischendrin hat Bunner Heaven mal sehr wenig produziert, dass die vielleicht da stillstanden. Da gab es keinen. Und dass die jetzt erst wieder hier 2008 den bekommen haben, destilliert am 7. Februar 2008 und in die Flasche gefüllt am 13. Januar 2015. Jetzt haben wir den 11. März 2015. Ja, relativ schnell hat es geschafft, 2 Monate bis hier nach Deutschland. Gereift in einem Hogshead, das heißt 250 Liter Inhalt. Reuse. Deshalb ist er vergleichsweise hell. Aber für 6 Jahre hat er schon was. Gut, er ist auch Fassstärke mit 58,9. Flaschennummer 104 von 242. Fass 800.044. Ja, was ist denn das für eine Nummerierung? Was sagt denn das 8? Das 8 sagt vielleicht 2008 aus. Und dann hat man sich hinten 5 Stellen für die Fässer ausgedacht. Ja, passt. Dann im Februar nur 44 Fässer bis Februar. Ja, liegt daran, wenn man rauchig brennt, muss man die ganze Kette erstmal ausleeren. Meshtan leer, die ganzen Receiver müssen leer sein, wo man immer zwischenspeichert, damit die Feins redestilliert werden, muss man alles ablassen und so weiter. Dass da also wahrscheinlich Januar oder so nicht rauchig gebrannt wurde und dann ab Februar mal wieder rauchig gebrannt wurde. Jo. So. Jetzt kümmern wir uns dann doch mal um den Inhalt. Das erste Mal, dass man bei so einer Signatory-Flasche mal ein bisschen was sagen kann. Ne? Da ist immer so, hier ist die Flasche, mach was damit. Wenn man dann im Katalog so eine Flasche beschreibt, kann man nicht viel sagen. Ne? Man kann nicht jede Flasche öffnen. Jetzt können wir mal eine öffnen, kann man auch was drüber sagen. Aber ansonsten bietet der Signatory da überhaupt keine Anhang oder Angriffsfläche. Was für ein Hogshead war das? Selten einen schöneren Korken. Mein Gott, ist der schön. Ja, krass. Rauchig, aber jetzt nicht so Octomore-Style, sondern ganz normal heftig rauchig, was immer ganz normal heftig ist. Erinnert mich so gleich mal so an Eiler Südküste, drücken wir es so aus. So, egal wie gut er ist, das ist zu viel, das trinke ich nicht aus. Ist immer schwierig, wenn man diese hochprozentigen einfüllt, dass man da nicht zu viel erwischt. Das sind sicherlich 2 Zähler. Ne? Das trinke ich nicht aus. Dafür habe ich dann am Tag noch hier 1, 2, 3 zu probieren. Und das wäre dann zu viel. Ne? Also, da schütte ich dann lieber weg. Heftig rauchig mit einer deutlichen medizinischen Note. Ja. Dahinter kommt ein Lagerfeuer, sodass ich sagen möchte, die medizinische Note zuerst, das Lagerfeuer hinterher.
Ein Hauch von Vanille, ein Hauch von Karamell. Und vom Brennereicharakter nichts zu spüren. Erstaunlich, dass es fast schon ein bisschen was zeigt, ne? Sechs Jahre kein hohes Alter. Nicht gefärbt, aber kühl gefiltert. Wobei es erstaunliche Effekte gibt bei der Kühlfilterung. Ich habe mal ein Video über Kühlfilterung gedreht. Manche Kühlfilterungen machen Whiskys dunkler. Da scheinen irgendwelche Schwebteilchen oder so rauszukommen, die das Licht irgendwie brechen oder so, und dann werden die dunkler. Also gibt es krasse Sachen. Ja, ein Hauch von Zitrus, ein Hauch von Frucht. Alles überlagert von sehr starkem Rauch. So, bevor ich mich jetzt da in dieses Glas stürze, wollen wir mal ganz ordentlich verdünnen. So, von 60 muss ich ja schließlich runter. Schwupp, jetzt wird er hell, gell? Jetzt wird er Weißwein. Da sieht man, was die Fassstärke in hoher Konzentration, was das für Farbe bringt. Ne? Jetzt schwupp, Weißwein. Ob man so einen Whisky nicht als Fassstärke verkaufen könnte. Ich kenne so ein paar von Isla, die also richtig Gavi die Gavi sind. Da ist dann wirklich nur noch Rauch und Brennereicharakter zu spüren und kein Fass mehr. Ja, die Früchte sind milder, angenehmer geworden. Dafür ist das Fass nun so gut wie weg. Und das ist so ein Potpourri aus Früchten, die sich in den Rauch mit hinein mischen. Ganz schwer auseinanderzuhalten. Eher für mich so Richtung Nektarine. Orange wäre zu viel. Apfelbirne zu wenig. Leichte Süße. Nach wie vor kraftvoller Rauch. Immer noch heftig Alkohol, trotz dieser hohen Verdünnung. Ja, aber keine metallische Jugend. Nicht, dass ich spüren könnte. Also 6 Jahre reicht aus, aber eine schwere Rauchfracht immer noch drüber, die vielleicht diese Jugend noch etwas verdeckt. Aber durchaus schon in die angenehme Richtung gereift. Und mit dem Wasser ist auch der Rauch nicht mehr so hart. Und jetzt geht er über. Und zwar ins Lakritze, von der Rauchseite her. Manchmal hat man ja diese Lakritze hinten von der Eiche, vom Fass aus und hier vom Rauch aus. Wie kann man es denn noch bezeichnen? Rauchige Vanille. Mehr Rauch als Vanille. Ja, wer stark rauchige Whiskys mag, das ist er. Viele Flaschen davon gibt es jetzt nicht aus diesem Fass, aber ich vermute mal, wird es wie immer bei Signatory Vintage mehr Fässer geben. Und von Jahr zu Jahr ist es üblich, dass die auch älter werden. Das heißt, wir dürfen demnächst einmal einen 7-Jährigen, 8-Jährigen, 9-Jährigen und wenn die Fässer so lange durchhalten, dann auch mal einen 10- und 12-Jährigen wieder erwarten. Gibt es noch was zu sagen? Nee, halten Sie sich ran, wenn Sie so eine Flasche haben wollen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.